Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Diamond. Oh yeah. Im letzten Part waren wir im Wahrheitsufer und in diesem Part verfolgen wir weiter das Doray. Yuhei. Und dafür fliegen wir hier nach Ewigenau. So. Und ja, ihr habt garantiert gemerkt, dass letzte Woche, also für die, muss natürlich jeden an dem Tag gucken, was rauskommt, denen wird aufgefallen sein, dass jetzt eine Woche lang kein Part kam. Das habe ich aber auch schon erklärt anhand von Meisterdetektiv Pikachu, was ja noch parallel hierzu läuft. Und zwar, ich habe mich verletzt an meiner Hand und konnte deshalb weder Controller noch sonst irgendwas halten, wirklich. Weshalb ich gezwungen war, nicht weiter aufnehmen zu können. Und ja, nachdem ich nicht weiter aufnehmen konnte, konnten natürlich auch keine Parts kommen. Ich habe zwar weit im Voraus aufgenommen, aber ich habe nicht das Projekt zu Ende aufgenommen. Und ja, deswegen geht es jetzt heute regulär weiter. Mit Diamond und Meisterdetektiv Pikachu, ja. Also kommt heute Abend auch wieder. Morgen auch wieder, alles normal. Und ich werde jetzt einfach versuchen, jetzt heute schon mal von Diamond wieder möglichst viel aufzunehmen. Und morgen gucke ich dann mal, oder heute vielleicht sogar noch, Meisterdetektiv Pikachu auch gleich mal wieder 10 Parts aufzunehmen, wenn es geht. Hey, hier liegt ein Item. Fluchtseil. Stimmt, jetzt sind wir hier bei Dingens Bumsens. City hausen. Ist hier ein verstecktes Item? Sieht da noch aus. Ja, ein Mini-Pilz. Nice. Mini-Pilz gefunden. Auch nicht schlecht. Genau, wobei ich kann nicht hier den Stein runterschieben oder mache ich damit unnötig? Ja, ich mache das. Gut. Hier sind wir bei Elysis wieder draußen. Hier waren wir auch schon. Haben wir hier schon gegen alle Trainer gekämpft. Vor gar nicht mal allzu viel Parts. Ich glaube, 3 Parts oder so. 4 Parts maximal. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg nach oben, indem wir jetzt hier den Stein wegräumen. Und wie gesagt, mir war es leider halt nicht möglich aufzunehmen. Ich konnte den Controller nicht halten, ich hätte mit einer Hand spielen müssen. Und ja, das wäre für mich lästig gewesen und für euch als ganze Zuschauer auch lästig gewesen. Wo geht's hier lang? Ich will mich natürlich hier noch ein bisschen umgucken. Das Problem an dem Kraterberg ist, ich kenne mich hier nicht aus. Also, ich muss hoffen, den Weg an hier richtig zu gehen, denn ich kann nicht sagen, ach ja, da vorne links ist eine Sackgasse und da rechts ist eine. Okay, das eine, Gott sei Dank. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht sagen, ja, da vorne links ist eine Sackgasse, da vorne rechts ist keine. Sondern ich muss mich hier wirklich selbst durchtasten. Das Einzige, ich wusste, dass ich hier von Elysis, beziehungsweise Ewigen, genau. Oh Gott. Rein konnte oder rein muss. Und das war's auch schon. Und das hat mir auch jemand, das hat mir auch ein Freund verraten. Und ja. Deswegen konnte ich sagen, ich muss da rein. Aber ob ich da jetzt surfen muss oder ob ich den normalen Weg gehen muss, kein Fall, Leute. Da komme ich also nicht weiter. Ist das hier irgendwas Wasser vielleicht? Fragezeichen. Muss ich da vielleicht durch? Dum, dum, dum. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist ein Item. Das mache ich jetzt alles wahrscheinlich für ein Lichtleben, damit ich mein Lichtschild verlängern könnte, was ich natürlich habe. Ich spiele auf jedem meiner Pokémon Lichtschild, das wisst ihr, Leute. Ja. Da oben ist noch ein Item, so viel zum Thema nützlich. Aber ich muss hier schnell raus. Das war vor allem total dämlich, weil hier sind ja wilde Pokémon am Land sowieso. Ein Top-Elixier gefunden. Ja, ist auch nicht schlecht. So, hier durch wieder. Ich boxe mir jetzt hier den Weg frei, ich will nicht mehr surfen. Das Surfen dauert so lange, Leute. Das Surfen dauert so endlos lange. Ich denke mal aufs Fahrrad. Ein bisschen schneller. Da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Da ist aber noch ein Item, das wir noch haben. Mach mal weg, Ramaidon. Und Ramaidon hat, glaube ich, auch Stärke oder Zucker. Check rein. Stärke. Ja, ich wusste, eins meiner Pokémon hat Stärke, aber welches, keine Ahnung. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht aufgenommen. Ich glaube, 4 Wochen ist es jetzt her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Also letzte Mal Pokémon Diamond aufgenommen. Meisterdetektiv Pikachu habe ich ja nicht so krass im Voraus aufgenommen. Das ist die Frage hier lang. Und hier nicht. Ach, hier gibt es nur zum Items. Okay. Ich brauche nicht zertrümmern. Unnötige Zeitverschwendung. Wir zertrümmern das hier. Ach, mein Stuhl ist gerade auch mal wieder total bequem. Und jeps. Schutz wirkt. Wetten wir, dass der Schutz wirkt. Siehst du, Schutz wirkt doch. Ja. Und weitermachen.
Ja, was mache ich sonst im Moment? Ich habe die Zeit genutzt, wo ich nicht aufnehmen konnte wegen meiner Hand und habe gelernt. Ich schreibe dieses Jahr in ein paar Wochen, leider. In 3 Wochen ist alles vorbei. Ich freue mich schon richtig. Am 14.5. ist meine erste Abschlussprüfung im Fach Deutsch, meine Abi-Prüfung. Dann kommt Dienstag BWR. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Bin ich hier richtig? Sag mir bitte, dass ich hier richtig bin. Dienstag BWR. Och nee, ich hasse das Schmeck hier. Mein Schutz wirkt doch, oder? Ja, mein Schutz wirkt doch gut. BWR, Deutsch, Mathe und Englisch. Und ja, das wird schön lustig. Kommen hier wilde Pokémon? Ich weiß es gar nicht. Ja, voilà. Ich habe Ramaidon vorne. Ramaidon wird schon klären, hoffentlich. Falls nicht, dann klärt es halt nicht. Aber eigentlich sollte es diese Adiane. Mit dem Schlappohr. Wie Etel. Ramaidon los. Es hagelt hier, stimmt. Scheibenkleister. Habe ich ein Eis-Pokémon? Nee, habe ich nicht. Leider. Ich habe aber zur Trümmerer. Und er hat einen Ruckzuck. Er ist schneller. Sie ist schneller, macht mir aber kaum Schaden. Und ich mache beim Zertrümmerer ungefähr das. Fünffache, sechsfache. Ja, kommt gut drauf an, Alter. Voll krass konkret Deutsch. Eieiei. Ich habe auch hier neben meinem PC noch meinen Ordner liegen mit Zeug, was ich lernen muss. Und ja, ich könnte ja mal vorlesen, was da alles drin steht, aber ich glaube, es gibt hier keine Menschen. Was der Unterschied zwischen Aufwand und ich weiß nicht mehr, wie das andere heißt, das ist sehr gut. Zwischen Aufwand und wie heißt das jetzt? Kosten, genau. Was der betriebswirtschaftliche Unterschied zwischen Aufwand und Kosten ist. Beziehungsweise der Unterschied zwischen Erträge und Gewinn. Nein, Erträge, Aufwand und Erträge. Kosten und Leistung. Kosten, Leistung, ja. Ich bin da schon ein paar Tage raus. Ich habe das schon lange nicht mehr durchgelesen. Müsste es eigentlich mal langsam alles können. Naja, hat er Zeit. Sind noch 3 Wochen. Sind noch 3 Wochen Zeit. Da kann ich schon noch ein paar Tage drücken. Und Let's Plays in den Vordergrund stellen. Was mir aber nicht gefällt, dass du ein Wasser-Pokémon bist. Chelka rein. Komm, let's go. Ja, also. Ich könnte euch das jetzt alles vorlesen, aber es passiert, glaube ich, erstens keinen, zweitens hilft es mir auch nicht, wenn ich euch das so vorlese. Ich muss es wirklich durchlesen und auch richtig durchdenken, aber es sieht zumindest gut aus, wenn neben mir eine komplette Seite mit lauter Zahlen ist und Buchstaben, ein paar Buchstaben, dann sieht es so aus, als würde ich lernen, wenn jemand ins Zimmer kommt, ne? Ich meine, da sind Buchstaben und Zahlen und so, das sieht so aus, als würde ich lernen. Für BWR tue ich eigentlich am wenigsten Mathe, ich lerne mehr ein bisschen so auf Englisch, wir schreiben bei der Essay. Ja. Eigentlich nur langweiliges Zeug, was man halt so in der Schule machen muss. Wenn man gezwungen wird. Ich will nicht. Will jemand vielleicht mein Abi schreiben? Frage so in die Runde so. Ihr müsst nur in 2 Tagen kommen, Mathe, Deutsch und Englisch. Rest schreibe ich selbst, Mathe, BWR, das kann ich aber. Deutsch und Englisch so. Jemand Bock? Ich höre keine Meldungen, soll ich? Ach komm Leute, ist auch gute Übung, ein bayerisches Abitur zu schreiben. Hey Flintlaut, tschüss Bonita. Also machst du zurück zu Kiep, das wird ziemlich dämlich, weil ein Feuertag wäre sehr effektiv gegen mich. Aber naja, du bist tot. Du bist tot. Ich habe keine Speed-Taste, ne? Na ja, gut. Ja. Tschüss Bonita, habe ich schon mal gesagt, ne? Ja. Ja, was gibt's sonst zu erzählen? Was habe ich gemacht diese ganze Zeit? Gearbeitet, Schule, gelangweilt? Das war's auch schon. Ich blätter die ganze Zeit im Ordner um und tue so, als wäre ich höchst intelligent, ne?
könnt jemand hören, dass ich hier so umblätter. Wie das Ganze ganz laut hört. Und dann klingt es ja schon so, als wäre ich so ein bisschen schlau. Ne? Ja, super viele Zahlen drauf. Ja, ich lasse jetzt in Ruhe den Ort, sonst fange ich hier wirklich noch an, über BWR zu lachen. Das glaube ich keine so. Denn ich kann ja sagen, was man so grundzüglich im BWR macht. BWR ist alles wirklich hier um eine Firma rum. Von Gründung einer Firma, überlaufende Geschäfte. Was mache ich mit meinem Geld? Wie buche ich das alles? Dies, das, Ananas, also alles um bei Firma rum. Hi, ich bin ein Ass und ich kann sehen, dass du auch ein Ass bist. Ich bin nicht nur Ass, ich bin ein Champion. Ich bin ein Pokémon-Kriecher-Champion. Ich bin einfach zu gut. Voilà, für diese Welt. Zu gut für diese Welt. Ambidiefel. Ich würde sagen, also das hagelt immer noch. Das nervt mich gerade. Macht mich fertig. Das macht mich fertig. Zen-Kopfstoß. Sandwirbel. Das bekackt mich mit Sand. Boah, meine Nase juckt ein bisschen. Juckt vor allem, ne? Ist ja nicht so, als würde meine Nase laufen. Nein, es juckt. Ich meine, wer kennt nicht eine juckende Nase, ne? Gut. So. Mhm. Hagelschaden, sehr schön. Gewissheit. Passt das wieder. Ich muss sogar bei mir den Sound ein bisschen runterstellen, denn ich habe ein bisschen viel von dem Ton gerade auf den Ohren. Das ist sehr nervig. Es ist nicht wirklich nervig, es ist halt nur laut, wenn so ein Ambidiffel dir voll ins Ohr rein quietscht. Und du dich eigentlich konzentrieren müsstest auf den Kampf, wo du eh gerade was ganz anderes machst, weil du dafür den Gedanken irgendwo anders bist und nicht beim Aufnehmen. Aber du aufnehmen musst, weil du aufnehmen liebst, weil du spielen liebst. Ich hoffe, heute während dieser Aufnahmesession natürlich Liebe so wieder zurück ein bisschen. Und trifft Zeppelin los. Entwickle ich meine Liebe wieder zurück, denn das Spiel ist schon ganz cool, ne? Ich muss sagen, es ist ganz geil. Ich wurde auch schon gefragt, warum ich keine Nuzlocke draus gemacht habe, aber naja. Ich wollte es mal wieder real durchspielen, ohne Nuzlocke, ohne sonstiges. Alter, ich habe Auflocker weggemacht. Spukball! Ich habe noch keine Attacke eingesetzt, Kadabra. Einfach nur mal wieder durchspielen, keine Nuzlocke, kann keine Regeln halten müssen. Einfach nur spielen und Spaß haben. Heute ist dann der Tag auch, wo ich alle Parts, die ich heute aufnehmen, hochladen muss. Und ja, ich muss zumindest 7-7 aufnehmen, also 7 Parts Pokémon Diamond, 7 Parts Meisterdetektiv, weil ich übers Wochenende wieder arbeiten gehen darf. Und dann muss ich Georock halt die Klappe, kann ich überhaupt weglaufen, ich hab Ramaydon vorne. Ich müsste es mal auf die Seite tun. Also nicht auf die Seite, dass einfach rausschmeißt, sondern irgendwie auf die Seite von. Auf die Seite legen halt. Ja. Alter. Die Müdigkeit geht jetzt schon los. Das wird heute ein bisschen langer Nacht für mich. Nachdem ich aufnehmen möchte ohne Ende. Also jetzt ohne Ende, ich werde einfach 7 Parts hier von 7 Parts von einem anderen Projekt. Vom anderen Projekt habe ich ja schon ein Part aufgenommen. Ich muss den nur noch die restlichen 6 aufnehmen. Aber bei einer Capture Card hat der Sound ein bisschen gebröckelt, sagen wir es mal so. Deswegen konnte ich nicht wirklich weiter aufnehmen. Dabei hoffe ich, dass ich heute weiter aufnehmen kann. Ohne allzu große Soundbugs. Weißt du, und jetzt tue ich mein Geist-Pokémon noch von. Jetzt kommt so ein Pokémon, was ich mit einem Zertrümmerer weggebämst hätte. Einfach weil Kack-Pokémon, ne? So. Nein. Du. Gastrodon, du bist dran. Ja. Ich denke, dass wir heute im Part nicht mehr in der Stadt da oben ankommen werden. Aber im nächsten Part auf jeden Fall. Die Parts werden auch ein bisschen kürzer, damit ich es schaffe, alle 7 heute aufzunehmen. Denn heute und morgen muss alles abgenommen werden. Es ist Mittwoch. Morgen ist Donnerstag. Freitag muss ich schon wieder in die Arbeit. Und bis Freitag müsste dann halt wirklich schon komplett zum Mundo alles hochgeladen sein. Okay. Also, Donnerstag
Freitagabend muss alles fertig stehen. Zumindest muss alles eingestellt sein, dass ich Freitag in der Früh nur noch die ganzen Thumbnails hochladen muss. Muss ich bei Pokémon eh nachholen. Weil Meisterdetektiv Pikachu, dann habe ich es verpennt. Ja. Ist mir im Nachhinein gerade aufgefallen vor ein paar vorgestern oder so, dass ich gar keine Thumbnails hochgeladen habe. Weil ich so intelligent war, ne? Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen gucken zu schaffen. Werde ich heute aufnehmen nochmal, morgen wahrscheinlich auch. Ich werde heute auf jeden Fall 7 Parts von Diamond aufnehmen. Versuchen mindestens noch 2 oder 3 Parts von Meisterdetektiv Pikachu aufzunehmen. Die dann über die Nacht hochzuladen, dass ich zumindest bis nächsten Mittwoch safe alle Parts habe. Weil bis nächsten Mittwoch kann ich dann, könnte ich dann eventuell nachaufnehmen, falls ich noch welche brauche. Also, wenn ich es nicht ganz geschafft habe, die 7 Tage bis nächste Woche, kann ich es nachaufnehmen. Also nicht nachaufnehmen wirklich, sondern einfach aufnehmen. Ja, ich möchte mich auffrühen. Ich habe Speckschicht, ich habe keine Speckschicht, ja, das passt schon. Ha, eine Bett kurz sich ausruhen, ja, ein Schläfchen machen. Bling, 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 bling. Wie im Pokémon Center, nur im Bettchen. Mein Pokémon ist wieder geheilt, yay, so. Und now we go outside. Route 206, willst du kämpfen? Ja, du willst kämpfen, das freut mich. Ich liebe es immer, wenn ich kämpfen darf. So, als wir dann auch diesen Part haben, jetzt eine Route komplett geschafft und einen Kraterbergalp. Ich freue mich schon überhaupt nicht, wenn ich den Kraterberg durchgehen darf. Ne, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich hasse diesen Kraterberg. Der Kraterberg ist die Hölle für mich. Er ist und bleibt eine Hölle für mich. Spukball. Wieso bleibt er eine Hölle für mich? Weil er einfach ein unübersichtlicher Kackhaufen ist. Wie der Wendelberg aus der fünften Generation, nur dass ich mich im Wendelberg inzwischen auskenne und weiß, wo lang ich muss. Weil ich die Generation ein paar hundert Mal gespielt habe. Und ja, diese Generation habe ich halt noch nicht so oft gespielt, aber es ist so ein Kackberg einfach. Weil unübersichtlich, es ist Hagel zum Teil. Es ist nervig. Und es sind Kacktrainer da. So, du gehst mir jetzt auf die Nerven mit deinem Sneagel da. Mach was du willst, Spukball und tschüss. Oh, ich glaube, ich werde so bereuen. Ich werde so bereuen, glaube ich. Ja, das ist keine Nasslack. Meine Pokémon dürfen ruhig sterben. Das war vor allem dämlich. Das ist ein Unlicht-Pokémon, nicht ganz mit der Geisterattacke. Das war so. Ja, semi-hilfreich. Eigentlich überhaupt nicht, aber. Psst. Psst. Nochmal ein Kreideschrei. Das ist sehr gut. Du bist genauso dumm wie ich, muss ich sagen. Weil ich dich hier mit dem Ding angeschrieben habe, aber naja. Ja, Wow, ich habe gerade was auf Twitter gelesen. Sehr schön. Ich sollte mein Handy echt mal weglegen, wenn ich aufnehmen weiß. Das fand ich die ganze Zeit am Handy. Ja. Gut, tschüss, Sneebel. Schnibbel. Trifft Zebelin. Da reicht noch kein Level up, leider dauert noch ein bisschen und es war wieder immer noch. Und ist immer noch ein Pokémon da. Ich muss dran denken, wie. Ja, muss ich dran denken. Maschok, 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 Maschok. Du kleiner Schocker. Fliegen. Und weg. Ach, mein 3D ist voll mit Staub. Das geht jetzt ja gar nicht. Wenn ich jetzt 2-3 Tage. Ich mach's 2 Wochen. Egal. Ich war gefasst hab. Klebt der Staub darauf. Ich spiele jetzt im Moment privat, also meint nicht, aber habe die letzte Zeit auch ein bisschen wieder aktiv Pokémon Y gespielt, weil ich das Spiel einfach liebe. Und ja, da mache ich jetzt den Nuzlocke. Oder ja, da mache ich den Nuzlocke. Hab ich draus gemacht. Und ich immer noch. Läuft bis jetzt auch ganz gut. Ich bin zwar mit dem Pokémon nicht ganz so zufrieden wie ich, aber ja. Muss halt, ne? Keine andere Wahl. Deswegen, aber ich wollte einfach hier sagen, nein, mache ich keine Nuzlocke draus. Einfach um mal wieder das pure, blanke Gefühl zu bekommen von Pokémon. Ohne Zusatzregeln, ohne Zusatzbla und Blöck und Tralala und Filala. Einfach nur stumpf Pokémon spielen.
Und das habe ich jetzt. Und das bin ich froh, Alter. Das war konkret Deutsch. Und so. Ja, das wird Siegfried jetzt auch gleich sehen, wie deutsch ich bin. Oder auch nicht. Denn das Rideshow werde ich nicht, wenn man das Zeppeli draufkriegt. Oder dass man drauf Zeppeli drauf geht. Deswegen würde ich sagen, du bist ja auch ein Boden-Pokémon-Checker rein. Let's go! Komm, mach Donnerblitz, mach Döner. Oder Döner gleich. Dönerwelle ist genauso dämlich. Es hagelt. Oh, armes Pikachu, Raichu, aber ich bin's auch, das ist blöd. Egal. Erdbeben, let's go. Schlamm. Immer dieser Schlammer, hey. Immer diese Schleimer. Die nächste Arena wartet aber auch langsam. Ich weiß zwar nicht, wie sie heißt. Ich habe es mir zwar irgendwo auch geschrieben, aber ich glaube, dort finde ich garantiert nicht mehr. Ja, aber es ist Eis-Pokémon, das weiß ich noch. Wie die gute Dame heißt, weiß ich leider nicht mehr, aber garantiert was mit Frost, keine Ahnung. Frostina gibt's ja dann schon. Pelipper, ich habe kein Elektro-Pokémon mehr. Mensch, Meier. Nein. Ja. Nimm mal dich, nimm das kleinere Übel sozusagen. Ah, das Paket muss ich auch noch wegbringen. Hey, Alter, ich bin so im Stress. Ich muss so viel machen. Ah, ja. Und der Herr Hirmer hat irgendein Problem mit der Buchführung, habe ich gerade gelesen. Ja, ist auch so ein schönes Menschchen, ne? Ja, war ziemlich gut, muss ich sagen. Ich hasse Menschen, die irgendwas mit Verwirrung machen. Ich hasse diese Menschen. Vor allem, wenn sie damit. Aha, tschüss, Pille. Ich wollte gerade schon meckern, wenn sie mit einem Kaffee überleben, Mama. Nein, Hypopotas. Das mache ich doch mit meinem Checker rein. Die Pflanzen-Pokémon, haut rein. Mehr will ich nicht. Oh, Mann. Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das seht, bin ich auch wahrscheinlich in der Arbeit. Oh, Mann. Zumindest ein Sandsturm da. Der tut meinem Checker rein nichts mehr, weil es ein Bodenpokémon ist. Heute ist das hier bleibt mit dir was. Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das sehen werdet, wenn ihr es an dem Tag seht, wenn es rauskommt, werde ich höchstwahrscheinlich im Moment in der Arbeit stehen. Ja. Das finde ich gut, ne? Das macht Spaß. Knirscher. Gott sei Dank habe ich das Ding rausgewechselt, aber es war eh blöd. Musste eh weg. Weg, das klingt so, als wäre es weggeschmissen. Musste eh raus aus dem Kampf. Ich hole mir jetzt noch was zu trinken, ich habe sowas von Durst. Ja. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so viel zu reden. In der Arbeit rede ich halt immer wieder dasselbe. Das Gott, was darf zu trinken sein? So, habt ihr euch schon entschieden, was zu essen? Einmal das Ding. Hier bitte, dies. Dann bekommt die Cola, dann bekommt das Zweite. Jetzt müssen wir dieselben Standard sprechen. Die ein Kellner schon unterbewusst sagt, die ja gar nicht mehr mitkriegt, dass er die überhaupt sagt. Was ist das für ein Sandsturm? Naja. Durch dieses kleine Gewitter arbeiten wir uns nächsten Part. Und ja, bis dann, Leute. Bye.